Jo Leute, willkommen zurück, aber dieses Mal nicht im Big Crumble, nicht zu Hause in Humphrey Day, sondern in London, denn uns hat der Operation X-Virus ganz klar angesteckt, oder Hank? Oh ja, allerdings, wir haben, um ehrlich zu sein, Hero Zero ein bisschen vernachlässigt und sind jetzt in der großen, weiten Agentenwelt unterwegs bei Operation X. Zum Thema Missionen kommen wir noch gleich, viel spannender, aber wie siehst du eigentlich aus, Luke? Wie sieht dein Held aus? Wie heißt er? Ich bin der Prissi, Agent Luke Lipaluma. Oh, sehr originell, Agent Luke Lipaluma. Ja, total originell. Und du hast keine Haare, sehe ich. Ja. Und du bist seit 4.9. dabei, sehe ich. Ja, 2 Tage zu spät bin ich gekommen. Ja, leider. Das ist ja kein Drama. Und du bist Level 49, sehe ich. Das ist schon gut. Ich freue mich schon, wenn ich Level 60 bin, weil dann komme ich nach Rom. Genau, da war ich schon. Da habe ich dir, glaube ich, schon einmal eine Karte geschickt aus Rom. Also ich meine, aus dem Spiel aus Rom. Ich bin gerade Level... da kommen wir gleich noch dazu. Wir schauen jetzt erstmal. Dein Team heißt die Kampfkatzen. Die Kampfkatzen? Ist ein wirklich nices Team, finde ich. Ein nices Team ist ein komischer Name irgendwie, oder? Ja. Fighting Pussies? Okay. 12 Mitglieder ist jetzt ja auch nicht gerade so... Ja, also wir sind auch nicht besonders aktiv und ich gehe auch wahrscheinlich bald raus. Und ja, auf jeden Fall ist es aber ein sehr netter Haufen. Wir suchen aktuell noch Mitglieder und könnt ihr euch ja einfach bewerben. Auf jeden Fall habt ihr morgen 2 Kämpfe. Gegen wen kämpft ihr denn? Schau doch mal ganz kurz. Gegen wen kämpft ihr? Gegen... Morgen um 12 Uhr um Awesome Rebels. Die Awesome Rebels, okay. Toll, Rebellen. Und gegen die... Gegen Vendetta, glaube ich, ne? Vendetta. Das ist griechisch, italienisch und ganz viele Sprachen für Rache, nicht? Ja, ich glaube italienisch für Rache oder Vendetta. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu deinem Held. Wie sieht's denn aus? Du bist Level 40, du bist, glaube ich, ganz gut geskillt, was man hier sieht. 9400 Ehre. Ich glaube, du kriegst die nächste... Wie heißt das bei Hero Zero, wenn ich was kriege? Heldentat. Wie heißt das hier? Das ist dieser Erfolg, Stern, ne? Erfolg. Oh, wow, was ist passiert? Oh, Hank. Hank mit dem unruhigen Finger. Deine Erfolge. Das ist praktisch so wie bei Hero Zero, Dinge, die man schafft. 4 von 5 Kämpfe gegen bessere Agenten gewonnen. Ah, du musst doch gegen einen besseren Agenten gewinnen. Was passiert dann? Dann 47 Geld. Come on. Das ist jetzt aber nicht so die fette Belohnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber apropos gegen Agenten gewinnen. Ich sehe übrigens so ein bisschen aus wie der so ein Schurker von Superman, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Wie heißt der? Lex Luthor oder so? Lex Luthor ist Batman. Oh mein Gott, ich bin so schlecht mit den Superhelden. Ich habe ja nicht mal Pirates of the Caribbean gesehen. Doch, klar, hast du den gesehen. Habe ich das gesehen? Doch, klar, hast du den gesehen. Den ersten Teil. Ja, ach so, wie das neulich im Fernsehen lief. Also jetzt. Ich habe ja noch nicht mal Pirates of the Caribbean im Kino gesehen. Also jetzt sind wir hier bei den Trainingskämpfen, oder Hank? Trainingskämpfe, das ist nämlich ziemlich cool gemacht. Wir sind hier... Darf ich das erklären? Das ist verständlich. Bitte. Also ihr könnt hier einfach auf den Helden drücken und dann seht ihr gleich die Side-to-Side-Vergleichung. Ist das richtig so? Den Side-by-Side-Vergleich, genau. Das heißt, man kann hier sehr gut erkennen, auf welcher Stufe... Warte mal, da war jetzt auch eine Level 49. Ich glaube Perla, war das Perla? Perla habe ich aber bestimmt. Lass doch mal schauen. Perla hat mehr Ehre als du und sie hat insgesamt... Lass mal schauen. Du fügst mehr Schaden zu, deine Rüstung ist besser, du bist Tempo bist dir unterlegen, du hast doppelt so viel Ausdauer wie sie, kritische Treffer bist du gut, Ausweichchance ist sie. Um ehrlich zu sein, das könnte ein ziemlich knapper, harter Fight werden. Schauen wir doch mal rein. Also hier ist es nicht das Beste nacheinander, sondern na gut, in dem Fall schon. Ihr seht hier diesen Balken und wenn er voll geht, dann darf derjenige wieder angreifen. Ihr müsst nachladen. Und das Ganze gibt es natürlich auch mit schnelleren Waffen, mit irgendwelchen Jäger und so. Ja, tatsächlich ist es wirklich, wie schwer die Waffe ist. Also schwere Waffe heißt, dass sie besonders hart schießt. Das heißt auch, dass es lang dauert, bis sie lädt. Ihr seht diese gelben Balken, die sich unterschiedlich schnell laden. Das Ganze kann man nochmal durch diese sogenannte Tempowertung steigern. Also Perla lädt ihre Waffe deutlich, deutlich schneller als wir. Denn jetzt nämlich einmal, zack, hat sie schon mal geladen und... Und zack, sie hat schon wieder geladen. Und pass mal auf, bevor wir... Na, ganz knapp. Also irgendwie lädt sie schneller. Wer macht denn mehr Schaden? Wer macht denn mehr Schaden? Auf jeden Fall wir machen mehr Schaden. Der 900 machen wir uns. Ich glaube, das würde ziemlich easy besiegen müssen. Außer sie weicht jetzt 2-3 Mal aus. Ich würde einfach mal überspringen. Oh, das könnte noch ziemlich knapp werden.
Yeah! Da haben wir noch getroffen. Wir hatten 102 Ehre und wir haben sie auch im Rang überholt. Weil schau mal, da vorher stand sie über mir, jetzt steht sie genau unter mir. Das oh, wir sind Level 39. Und wir haben 9512 Ehre. Wir bräuchten jetzt nochmal ungefähr 500 Ehre, dann hätten wir nämlich 10.000 und dann hätten wir eine neue, würde ich schon sagen, Heldentat. Geh doch mal bitte nochmal ganz kurz zurück auf das Auswahlmenü, nämlich dein Held, dein Held, dein Held, dein Held, dein Held. Hier sieht man nämlich, dass es ein bisschen komplizierter oder komplexer ist als bei Hero Zero. Wir haben nämlich, eigentlich wie man es bei Hero Zero kennt, vier verschiedene Eigenschaften, die auch so ziemlich 1:1 dem, was man kennt, entsprechen. Hier, das ist ungefähr Intuition, glaube ich. Intuition, mir fehlt gerade. Das ist Grips, das ist so ein bisschen wie Kraft. Und das ist Ausdauer. Das ist Ausdauer. Also das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Wobei, wenn ich jetzt eine Sache sagen darf, Initiative ist das eine, das ist die Art, wie schnell man angreift. Das geht nämlich hier unten, wie ihr sehen könnt, hier unten in die sogenannte Tempowertung. Ups. Ach, der hängt mit seinen ungeschickten Fingern. Das ist echt ja, schlimm. Mit seinen fleischigen, großen Fingern, die viel zu groß sind für diese kleine, filigrane Maus. Lass hier mich mal lieber drücken. Tempowertung ist nämlich eine Zusammensetzung zwischen eurer, na was war es jetzt wieder, zwischen Initiative. Und aber auch die Art und Weise, welche Waffe ihr habt, also wie leichtläufig eure Waffe ist. Und das wiederum beeinflusst den Schaden. Ihr habt es nicht verstanden? Klingt komisch, ich ist aber mal, so. Ja, klingt komisch, ist aber so. Ich hätte es auch nicht verstanden, wenn ich es mir selber so komisch erklärt hätte. Das war Löwenzahn für diese Woche. Naja, okay. Löwenzahn für Hero Zero. Wir gehen noch mal, Peter, geh noch mal bitte auf den Shopping Cart hier unten. Jo. Inventar und Shop, da sieht man es nämlich so ein bisschen. Hier sieht man das. Also Leute, eine Sache ist anders. Bei Hero Zero sieht man beim Held gleich das Inventar und hier beim Shop. Ich finde es so ein bisschen realistischer auch. Ja, finde ich auch ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Und allgemein ist der Shop viel übersichtlicher. Hier gibt es erstmal Waffen, gibt es hier den Rüstungsshop und den Booster-Shop, was ich viel, viel besser gemacht finde. Sieht ziemlich cool aus, die Sachen. Wir wollen den Waffenshop bitte ganz kurz rein. Dann kann man das nämlich vielleicht so ein bisschen auch erklären. Aber eine Sache stört mich noch. Ich finde, es müsste auch für, jetzt sagen wir, ausländische Leute, die das Spiel halt auch spielen wollen, aber halt die jetzt kein Deutsch können, müsste es einen Übersetzer im Spiel geben. Das gibt's bei Jason Fischer in jede Sprache. Ja, im Ernst? Ja. Bei Hero Zero gibt's das doch nicht, oder? Nee, aber es gibt dafür verschiedene Server. Naja, sie haben mir angekündigt, dass als nächstes irgendein, ich glaube, amerikanischer Server rauskommen soll. Für Operation X? Ich meine doch. Okay. Naja. Um ehrlich zu sein, ich würde erstmal warten, ob das Spiel sich durchsetzt, denn so super... Super viele Mitspieler hat es ja jetzt noch nicht wie Hero Zero, ne? Ich glaube so 10.000. Das glaube ich gar nicht. Lass mal schauen. Geh doch mal ganz kurz in die Statistik und schau mal nur, wie viele Teams es gibt. Ne, geh mal rein bei Teams. Scroll mal ganz nach unten. Ich würde mal sagen, es gibt maximal 100 Teams. Wie viel gibt's? Guck mal, 102 Teams. Lass mal sagen, jedes Team ist im Schnitt mit 10... Lass sagen, wegen mir 15 Leuten besetzt. Mehr sind es auf gar keinen Fall. Dann bist du bei 1.500 Mitspielern. Also so super viele sind es jetzt auch noch nicht, ne? Wenn ich das mal sagen darf. Rang 1000 gibt es gar nicht. Wie viel hast du gesagt? Ich hätte mal gesagt 1500. Gib mal ein, 1500. 1500? Ja, würde mir mein Gefühl mal sagen. Okay, schauen wir, ob es noch weiter nach unten geht. Ich schätze jetzt mal so... Nie im Leben gibt es 3000. Boah, okay, ich nehme alles zurück. Gut, es gibt mittlerweile 3500 Mitspieler. Okay, komm, gib mal 5000, ob es echt schon 5000 gibt. Ich glaube, in dem Moment, wo es 5000 gibt, setzt der Spiel sich durch. Na? Oh, es wird sich durchsetzen! Agent C1 ist der 5000. Den zeigen wir uns im Video, weil er genau... Agent, oh lala. Die hat ein Pflaster, yes. Aber sie hat auch gar nichts, oder? Ist irgendwie geskillt schon, oder? Ach ja, doch. Man fängt, glaube ich, mit 10 an, ne? Kein Team, offline. Voll die tolle Folge. Aber ein schönes Tanktop, Agent C1, ja. Wenn wir das mal sagen dürfen. Aber wo es ganz unten gibt, da gibt es auch ganz oben. Und ganz oben ist der? Ganz oben sind die Top 10 und in den Top 10 ist ein alter Bekannter. Nämlich der Hank. Der Hank. Der Hank. Können wir den mal zeigen, den Hank? Den Agent Hank. Oh, mit der Gangsterbeschreibung. Oh, what's the story, Morning Glory? So, Agent Hank, auf Stufe 69. Nicht schlecht. Und fast 500 Schaden pro Sekunde, oh yeah. Fast 500 Rüstung, Tempowertung, Ausdauer, Ausweichchance, kritische Trefferchance, alles relativ gleich verteilt.
Wobei ich als alter Kondi- oder Ausdauerspieler natürlich am meisten Wert auf die Ausdauer lege. Ich könnte euch jetzt, ich kann euch gar keinen Kampf zeigen, weil wir ja gar nicht in meinem Account drin sind. Aber hier vielleicht nochmal ein kurzer Blick. Ja, ein bisschen stolz bin ich schon. Yeah, Baby. Du bist auch nebenbei im besten Platz 3. Team aktuell. Nämlich bei den... Nicht bei den New Scotland, ja. Das ist allerdings das chefigste Team. Also wir haben extrem gute und vor allem sehr coole Leute. Und einen sehr lebendigen Chat. Eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Ihr seht schon hier, bei Agenten sind hier auch von der Stufe her, gehe ich jetzt mal auf die Top 10. Sekunde. Bei der Stufe her ist, glaube ich, Agents sagen. of the Also Darkness, ihr seht schon hier, 69, 72? Ganz einfach, das liegt rein am Team. Denn das Team, das hat sich richtig smart ausgebaut. Es ging nur auf XP und da hat es 100% Boost auf XP. Agents of the Dark Side. Ja, very smart, guys. Very smart. Das heißt, pro Mission holen sie im Schnitt so zwischen 20 und 30, je nachdem wie die anderen Teams aufgebaut sind, mehr Experience. Schießen sich also deswegen im Level schneller nach oben. Und haben deshalb eher Zugriff auf gute Waffen. Also ziemlich clever. Wer ist das? Exploitation, not that unsmart und Maioni. Aber trotzdem an Intelligenz noch getroffen. Übertroffen werden die beiden von den Anführern des Number One Teams, New Scotland Yard. Get ready to rumble! Sherlock Holmes und Ethan Hunt. Über Rambo, muss ich sagen, kann ich jetzt relativ wenig sagen. Der greift mich voll oft an. Der hat mich am Anfang auch immer angegriffen. Okay. Dann habe ich immer gesagt, hey, guy, we're in the same team. Doesn't make any sense. Und dann haben wir uns... Das ist make any sense perfekt. Haben wir uns darauf verständigt, uns gegenseitig nicht anzugreifen. Das halten wir ziemlich unterschiedlich an. Dabei greifen sie sich an. Naja, wie es auch immer ist. Rambo, wenn du das siehst, eine Bitte, versuch doch mal den Agenten Lieb-Luba-Luma nicht so häufig anzugreifen. Lieb-Luba-Luma. Das ist mein französischer Cousin. Lieb-Luba-Luma. Es gibt ja den Channel Lieb-Luba-Luma. So, was wir jetzt vielleicht nochmal zeigen können, ist eine Mission. Wir sind gerade eben in England. Das liebe ich ja. Das finde ich sogar die Taktikanalyse. Wir zeigen jetzt einfach mal ganz kurz die Taktikanalyse. Taktikanalyse heißt nämlich nichts anderes, als dass man sich die besten Missionen zeigen kann. Das ist ja so ein bisschen Creditverschwendung, weil wir nur noch mehr hier 15... Oh, können wir die Energie noch auffüllen? Ah, wir können sogar noch. Hier, come on, wir füllen jetzt mal auf. Pass auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ob wir vielleicht sogar Level 50 schaffen? Wie viel bräuchten wir noch? 28? Ne, ich glaube, das reicht nicht ganz. So, wir schauen jetzt einfach mal. Also, pass mal auf, Leute. Folgendes. Taktikanalyse aktiviert. Jetzt kriegen wir hier drauf. Taktikanalyse aktiviert! Wir können uns entweder die besten Erfahrungsquests oder die besten Münzquests zeigen. Wir gehen jetzt komplett auf die Erfahrung und hauen jetzt für euch mal ganz schnell ein paar richtige Kracher raus. Das sieht doch gut aus. Wollen wir mal schauen? So. Oh, die ist schön. Die ist ziemlich gut. Ich finde, die Bilder von den Gegnern sind teilweise richtig billig, einfach nur eingefügt. Das sieht fast aus wie ein Foto, oder? Ja, da habe ich ja auch das Gefühl, dass ein paar Bilder einfach richtig billig eingefügt sind. Also manche sehen auch echt scheiße aus. So. Also als würde man jetzt einfach auf die Straße gehen und ein Bild machen, das ist so ein bisschen verpixeln und dann... Wie schlechten aus schlechten Agentenromanen oder so. Ah, das sind jetzt aber leider nicht so die Mega-Bringer. Ich in meinen Armeeanzug, ich frage mich, was ich tue, wenn ich schnell pinkeln muss. Oh, die ist gut. Oh, come on, baby. Yeah! Sehr schön. Wir immer auf 3 hier. Was haben wir denn hier noch? 18.000 und wir haben noch... Och, mit dir. Ja, sag mal, was ist denn heute los? Ich bin aber auch ein ungeduldiger Bursche. Das finde ich echt toll. So, mal schauen. Irgendwie sieht Muskelberg. Das... Wir müssen es ja nicht ganz zeigen, wir können am Ende ja auch ein bisschen zusammenschneiden. Schneiden! Der hat eine Uzi, Leute, der hat eine Uzi. Jetzt sind wir das reicht uns nicht. Frankreich. 30. Wie? Lass mal schauen. Ich wir sind von der Skillung her ganz gut aufgestellt, weil wir eigentlich, so, pass mal auf, wir haben noch 30, 15. Das heißt, wir bräuchten über 500. Pro Quest, um das noch zu schaffen? Nee, schaffen wir nicht mehr. Das ist rein rechnerisch. Außer eine Mission. Gar nicht 100.000 Erfahrung für eine Minute. Ja, muss das mal geben. Manchmal gibt es da so die fetten Dinger. Die ist jetzt zum Beispiel fett, aber die reicht trotzdem nicht vom Durchschnitt her. Weil wir im Durchschnitt um die 500 bräuchten. Und
Na gut, aber immerhin. Ach, warte mal, wir haben jetzt irgendeine eine Heldentat, sage ich jetzt mal, noch bekommen. Vielleicht ist es ein. Vielleicht ist es Erfahrung, die wir kriegen. Das wäre natürlich cool. Ich fände es cool, wenn es bei mir so eine. Ja, sag mal. Och, hallo. Was ist das ganze Spielerlebnis kaputt? Türsteher. Oh, ja. Türsteher, bleib bei deiner Tür. Meine Tür. Mein Schatz. So, ich wie sieht es denn aus auf 10? Okay, das war jetzt gerade 500 pro Energie. Ja, also wir hätten nur solche gebraucht. Also wir werden relativ kurz vorher, werden wir leider in die Knie gehen. Werden wir scheitern. Das liegt, manchmal liegt es extrem. Vor allem immer so kurz bevor es auf 20 Uhr geht, habe ich festgestellt, liegt das Game. Oh, 66. Das war jetzt aber ein Teufel, 66. Das ist der Teufel. So, ich glaube, dieses Durchhasten hat jetzt wenig gebracht. Das lassen wir jetzt mal ganz kurz. Bam! 794. Wie viel Schaden macht er? Auch deutlich weniger. Bam! Wir machen. Na, das könnte eine ziemlich knappe Sache werden. Wir springen mal und. Ja, ganz knapp. Ein Treffer von der Wende. So, jetzt schauen wir mal, wie sieht's denn aus? Leute, drückt uns die Daumen. Und wenn nicht, habt ihr nicht fest genug gedrückt. So. Du bekommst 7820 Erfahrungspunkte. Ich muss drücken. Darf ich drücken? Nein, lass mich. Okay. Na, immerhin, was ist es? Ah, nicht wirklich. Ist eher zum Verkaufen gut. So ein minus 8 Milliarden, Leute. 8 Milliarden! War jetzt nicht ganz so der Bringer. Nun gut, das war vielleicht eine wirre Folge, aber ihr seht schon, man kann eine Menge erleben, man kann einiges machen, auch wenn einiges noch fehlt. Es gibt zum Beispiel kein Training, es gibt keine Sondereinsätze. Ja, es sind hier bestimmt Aktenfälle. Sonderbeschattungen. Sonderaufträge, ne, die heißen ja Sonderaufträge vermutlich. Auch gar nicht. Aber wir wollten euch ein bisschen was zeigen, warum uns dieses Spiel gefällt. Wahrscheinlich haben wir heute ein bisschen zusammen durcheinander geschnattert. Aber uns hat Spaß gemacht. Unser Fazit ist, richtig cooles Spiel, könnt ihr euch anmelden. Wir machen den Link zum Spiel in die Videobeschreibung, oder Hank? Das sollten wir noch hinkriegen. Und das war's für den Part und wir wünschen euch noch eine wunderschöne Abend. Mutsatso.